Hast du den Namen Smith Wigglesworth schon mal gehört? Er hat 1859 bis 1947 in England gelebt, wurde Apostel des Glaubens genannt, weil das absolute Vertrauen in Gott ein beständiges Thema sowohl seines Lebens als auch seiner Predigten war. Heute wollen wir beide, du und ich, darüber nachdenken, was er zum Thema biblisches Zeichen für die Taufe zu sagen hat. Und dazu lesen wir Apostelgeschichte 19, 1 bis 20 zuerst einmal. Ich lese aus der Lutherbibel. Paulus in Ephesus. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus die höhere gelegene Gegenden durchzog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sagte er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sagten zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er sagte zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft? Sie sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sagte: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft und hat dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das ist an Christus Jesus. Als sie das hörten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren im Ganzen etwa 12 Männer. Er ging aber in die Synagoge und predigte freimütig 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie vom Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vom Weg schlecht redeten vor der Menge, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule eines gewissen Tyrannus. Und als das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte außergewöhnliche Taten durch die Hände des Paulus, so dass auch Schweißtüchlein und Schürzen von seiner Haut weg auf die Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Einige der umherziehenden Juden aber, die Beschwörer waren und versuchten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten und sagten: Wir beschwören auch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines Juden mit Namen Kephas, eines Hohepriesters, die das taten. Aber der böse Geist antwortete: Jesus kenne ich genau und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und überwältigte sie und war so mächtig gegen sie, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen, die in Ephesus wohnten, bekannt, sowohl Juden als Griechen. Und Furcht ergriff sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und berichteten, was sie getrieben hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silberlinge. So mächtig wuchs das Wort des Herrn und hatte Kraft. Soweit der Text. Es geht jetzt vor allem auch um diesen einen Vers, Apostelgeschichte 19. Vers 2: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Smith Wigglesworth redet hier. Ich will euch erzählen, wie ich selbst die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebte. Um mich zu bewegen, musste es etwas sein, was auf soliden Fakten basierte. Ich war sicher, dass ich den Heiligen Geist empfangen hatte und vertraute dieser Überzeugung absolut rigoros. Vor vielen Jahren kam ein Mann zu mir und sagte: Wigglesworth, weißt du, was in Sunderland passiert? Die Leute werden mit dem Heiligen Geist getauft, genauso wie die Jünger am Pfingsttag. Ich sagte: Das möchte ich sehen. So
Sofort nahm ich einen Zug, fuhr nach Sunderland und traf auf die Leute, die sich versammelt hatten, um den Heiligen Geist zu empfangen. Ich sorgte ständig für Unruhe, bis die Leute wünschten, ich wäre nie gekommen. Sie sagten, dass ich die Bedingungen für den Empfang der Taufe störe. Aber ich war hungrig und durstig nach Gott und war nach Sunderland gefahren, weil ich gehört hatte, dass Gott seinen Geist in einer neuen Weise ausgoss. Ich hatte gehört, dass Gott jetzt sein Volk heimsucht und seine Kraft manifestiert hatte und dass Menschen in Sprachen redeten wie am Pfingsttag. Deshalb sagte ich zu den Leuten, als ich zum ersten Mal in Sunderland war, ich kann diese Versammlung nicht verstehen. Ich komme aus einer Versammlung in Bradford, die ganz feurig war auf Gott. Das Feuer fiel gestern Abend und wir lagen unter der Kraft Gottes alle flach auf dem Boden. Ich bin hierher gekommen wegen der Sprachenrede, aber ich höre sie nicht. Ich höre gar nichts. Oh, sagten sie, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, wirst du in Zungen sprechen. Ach, das ist es, meinte ich. Als die Gegenwart Gottes auf mich kam, wurde meine Zunge gelöst. Und beim Predigen unter freiem Himmel merkte ich, dass ich jetzt wirklich eine neue Zunge hatte. Aber nein, sagten sie, das ist es nicht. Was ist es dann? Fragte ich. Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst. Ich bin getauft, unterbrach ich. Und keiner hier kann mich vom Gegenteil überzeugen. So stand ich gegen sie und sie standen gegen mich. Ich weiß noch, dass ein Mann aufstand und sagte, ihr wisst, Brüder und Schwestern, dass ich 3 Wochen lang hier war und der Herr mich dann mit dem Heiligen Geist taufte und ich in Sprachen zu reden begann. Ich sagte, lass hören, deshalb bin ich hergekommen. Aber er konnte nicht auf Wunsch in Sprachen reden, sondern nur, wie der Geist es ihm ermöglichte. Und so wurde meine Neugier nicht befriedigt. Ich machte das, was andere heute auch tun. Ich brachte das 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes mit dem 2. Kapitel der Apostelgeschichte durcheinander. Diese beiden Kapitel behandeln unterschiedliche Themen. In einem geht es um die Gaben des Geistes und in dem anderen um die Taufe mit dem Heiligen Geist und das begleitende Zeichen der Sprachenrede. Ich sah, dass es diesen Leuten sehr ernst war und bekam großes Verlangen nach der Gabe der Sprachenrede. Ich wollte diese neue Manifestation des Geistes so gern erleben. Wie gesagt, ich stellte die ganze Zeit Fragen und verursachte viel Störung in den Versammlungen. Ein Mann sagte zu mir, ich bin Missionar und ich bin hierher gekommen, um die Taufe mit dem Heiligen Geist zu erhalten. Ich warte auf den Herrn, aber dann kamst du und machtest mit deinen Fragen alles kaputt. Ich begann mit ihm zu streiten und der Streit wurde so hitzig, dass er beim Heimgehen auf der einen Straßenseite ging und ich auf der anderen. An jenem Abend sollte eine weitere Versammlung stattfinden, zu der ich auch gehen wollte. Ich zog mich um und ließ meinen Schlüssel in den Sachen, die ich ausgezogen hatte. Als wir mitten in der Nacht von der Versammlung nach Hause gingen, merkte ich, dass ich keinen Schlüssel dabei hatte. Und dieser Missionarsbruder sagte, du wirst mit mir kommen und bei mir übernachten müssen. Aber glaubst du, wir gingen in jener Nacht schlafen? Oh nein, wir verbrachten die Nacht im Gebet. Wir empfingen einen kostbaren Regen von oben. Die Frühstücksglocke läutete, aber das bedeutete mir nichts. 4 Tage lang wollte ich nichts als Gott. Gedanken des Tages. Wenn du nur den unaussprechlichen, wunderbaren Segen der Erfüllung mit der 3. Person der Dreieinigkeit kennen würdest, würdest du alles andere zur Seite schieben, um auf diese Erfüllung zu warten. Morgen geht es weiter mit Teil 2, wo ich erzähle, was danach geschah mit unserem lieben Apostel des Glaubens. Dir einen gesegneten Tag.